Wie so oft empfängt der FC Bayern München als Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Münchner haben nach 2 Spieltagen volle 6 Punkte auf dem Konto. Leverkusen dagegen legte mit 2 Niederlagen einen klassischen Fehlstart hin. Mit dem Duell gegen Leverkusen beginnen für den FC Bayern wieder einmal die sogenannten Wochen der Wahrheit. Zur Bundesliga kommt dann die Champions League Gruppenphase. Für die Bayern bedeutet dies 7 Spiele in 21 Tagen. In den nächsten Partien will Niko Kovac immer wieder in der Mannschaftsaufstellung durchrotieren. Große Experimente plant er jedoch keine. Zu viel steht für den ja immer noch neuen Bayern-Trainer auf dem Spiel.